iOS 8 ist endlich da. Apple hat sein neues Betriebssystem zum Download bereitgestellt und wir haben es natürlich gleich mal ausprobiert. Es geht erstaunlich schnell, ist auch gar nicht so riesig und die Aktualisierung lässt sich wie immer bei allgemein in den Einstellungen finden. Wichtig dazu zu sagen, auf dem 4S kann man es auch noch installieren, auf dem alten, aber da ruckelt es wie die Pest, deswegen sollte man schon mindestens ein iPhone 5 respektive ein aktuelles iPad haben. Hier sieht man auch gleich, es gibt eine neue App, die heißt Tipps und die soll einen mal ein bisschen so zeigen, was es Neues gibt, was generell man so alles mit dem iPhone oder eben mit dem iPad machen kann. Ist ganz nett, hat so ein bisschen so einen Lerngedanke, ist aber eigentlich nur ein kleines Feature. Der App Store wurde auch ein bisschen verändert. So gibt es jetzt in der Mitte einen Entdecken-Button. Der ist so ein bisschen ähnlich wie das Apps in der Nähe. Man sieht also Sachen, die einem vorgeschlagen werden. Viel spannender ist allerdings, dass die Apps nun auch per Video vorgestellt werden können. Man kann also nicht nur Screenshots anschauen, sondern eben auch Trailer oder eben so Vorschauvideos auf die Apps, die einen erwarten, das ist schon ein deutlicher Mehrwert. Hier sieht man nun die QuickType-Tastatur. Die schlägt einem Worte vor, die man als nächstes vielleicht schreiben könnte, und zwar basierend darauf, wem man gerade schreibt und in welcher App man sich befindet. Klingt sehr spannend, wir sind mal gespannt, wie das funktioniert und ist natürlich auch datenschutztechnisch wieder so ein bisschen grenzwertig, weil das Ding ja weiß, wem ich da was schreibe. Hier sieht man dann auch gleich, man kann nun bei iMessage auch wie bei WhatsApp so ähnlich kurz einfach draufdrücken und eine Sprachnachricht schicken oder auch schneller auf seine Fotos zugreifen. Das war vorher alles ein bisschen komplizierter, erinnert wie gesagt ganz stark an WhatsApp und man sieht einfach, dass Apple da unbedingt sein iMessage gegen die Konkurrenz eben durchsetzen möchte. New York geben wir hier deshalb ein, weil die Kartenfunktion eine neue, wirklich schicke Idee beinhaltet, und zwar einen Flyby in 3D über die jeweilige Stadt. Hier also New York, man kann auch zoomen und ein bisschen hin und her fahren, ist allerdings momentan nur für ganz, ganz große, wichtige Städte verfügbar. Noch nicht mal Hamburg haben wir gefunden, finde ich blöd. Schöner allerdings ist, dass man nun die Fotos in der Galerie relativ einfach, was Helligkeit, was Farblichkeit und so angeht, per Fingerwischer umstellen und bearbeiten kann. Es ist nochmal deutlich verbessert worden. Und auch neu ist der Zeitraffer. Heißt also, es ist keine Zeitlupe, sondern das Gegenteil. Man nimmt also ein kurzes Video auf, wie wir hier dieses völlig sinnfreie Schwenkchen. Und das wird dann aber in Zeitraffer, also viel schneller, abgespielt. Da kann man sich ja nette Sachen mitmachen. Und für die Selfie-Fraktion, die Facebook-Menschen, hier 3-Sekunden-Timer eingestellt, gibt auch einen 10-Sekunden-Timer. Letztendlich der gute alte Selbstauslöser. Man drückt drauf und nach 3 Sekunden wird ein Foto gemacht. Zu einer eigenen App haben es nur die Podcasts geschafft. Das heißt, man kann sie also vom Startbildschirm direkt erreichen und reinhören. Zum Beispiel bei unseren tollen Kollegen von der PC Games oder von der Play 4. Familienfreigabe. Das klingt erstmal total charmant, ist es auch. Denn man kann nun, wenn man kauft im iTunes Store, auch seinen Kindern diese Käufe freigeben. Heißt zum Beispiel, dass ich meine Musik mit meiner Frau oder meinen Kindern teilen kann. Aktivitätskalorien, keine Daten, das ist typisch für uns. Hier befinden wir uns in der Health App. Das ist eine Art Gesundheitszentrale, die Schritte zählt, die auch auf andere Apps zugreift und dann zum Beispiel weiß, wie weit ich heute gejoggt bin. Allerdings gehen vor allem diese Schrittezähler-Geschichte eben nur mit dem iPhone 5S, weil das den entsprechenden Chip hat. Deswegen ist die Übersicht bei uns noch leer gewesen. Generell ist die Health-App eine nette Idee, muss man aber sehen, wie es in Zukunft so weitergeht und vor allem ganz großes Fragezeichen, was den Datenschutz angeht, weil da ist Apple ja nun ein bisschen ein gebranntes Kind. Ansonsten ist iOS 8 eine Evolution und keine Revolution, auch wenn es so schöne Kleinigkeiten gibt, wie zum Beispiel zweimal Homebutton und den Markus Winkler, den Kollegen, anrufen.